Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Wir beginnen heute die sechste Kampagne bei Barbarossa, der ja am Ende der letzten Kampagne ersoffen ist. Angeblich durch seine schwere Rüstung. Manche meinen, er hätte ein Herzpatschen gehabt, aber naja. Keine Ahnung, kann man das Schicksal nennen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt frisch fröhlich weiter. Der schlafende Kaiser. Barbarossas Soldaten waren am Boden zerstört. Einige Ritter begingen Selbstmord, andere konvertierten und liefen zu den Sarazenen über. So überzeugt waren sie, dass Gott sie im Stich gelassen hatte. Dennoch war eine Handvoll Ritter noch nicht bereit, nach Europa aufzubrechen. Der Leib des mächtigen Barbarossa wurde aus dem Fluss gefischt, mit Essig eingesalbt und in einem Fass verschlossen. Das Heer des Heiligen Römischen Reiches sollte nicht am Kreuzzug teilnehmen. Es gab immer noch die Möglichkeit eines kleinen Sieges. Die überlebenden Ritter gelobten, Barbarossas Leichnam nach Jerusalem zu schaffen. So erfüllte Barbarossa seinen Schwur, selbst nach seinem Tod. Er erreichte Jerusalem. Ja, Glückwunsch. Ja. Gut, was soll man denn jetzt machen? Zerstören Sie den Felsendom nicht. Bringen Sie den Leib Barbarossas im Pökelfass, das ist so unwürdigend, oder? Zum Felsendom in Jerusalem. Hinweis: Nutzen Sie Ihre verfügbare Zeit, um einen wirkungsvollen Angriff zu inszenieren. Positionieren Sie Ihre Pikaniere um Elefanten herum und Ihre Ritter in der Nähe von Belagerungswaffen. Sie können sarazenische und persische Tore passieren, solange Sie verbündet sind. Investieren Sie großzügig in Belagerungswaffen, besonders in Sturmböcke. Bekehren Sie persische Elefanten und gewinnen Sie so wertvolle Einheiten für Überfälle. Okay. Das Einzige, was wir im Moment tun können, ist, den Leichnam des Kaisers nach Jerusalem zu bringen. Da uns die Sarazenen und die Perser nicht als Bedrohung ansehen, haben wir 10 Minuten Zeit, unseren Angriff zu planen. Dein Ernst, mehr nicht. Ja, schön. Falsch. Können wir mal machen. Essen, ich habe keine... Wow, Reliquie. Mönch? Nix Mönch. Feld? Ja, Felder dürfen wir bauen. Gleich mal ein paar ums Dorfzentrum rum. Noch 9 Minuten bis zum Angriff der Sarazenen! Danke. Das. Solche Infos, ne? So. So. Und. So, vielleicht? Dann noch ein paar Felderleins. So. Nein, das war schief. So. Dann du noch. So, und einer noch. Noch 8 Minuten so. Bis zum Angriff der Sarazenen! Ja, ist schon gut. Perfekt. Na gut, Belagerungswaffen, Sturmböcke und so ein Graffel. Okay, zuerst bauen wir mal ein Klösterchen. Das stelle ich mal hier hin, damit wir ganz schnell Mönche und so basteln können. Den da stelle ich mal zur Sicherheit da hinten hin. Da dürfte normal nichts passieren, hoffe ich halt. Nein, so wollte ich eigentlich. Ja. Euch treibe ich mal ein bisschen zusammen. Ja. So. Dies war. Ja. Wenigstens brauchen wir keine Dorfbewohner schaffen. Die sind ja mehr als ausreichend schon hier. Passt. Noch 10 Minuten bis zum Angriff der Sarazenen! Ein Mönch. Wir brauchen unbedingt Häuser. Sonst geht da bald gar nichts mehr. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben. Acht, ne? Die sollten es mal bauen. Das
9. Können wir hier noch machen. So, großartig, ne? Können wir irgendwas entwickeln? Ja, Segen. Noch 6 Minuten bis zum Angriff der Sarazen. Ja. Dum, 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 dum. Was haben wir hier? Hier ist alles entwickelt, okay. Hier sind wir auch fertig. So, vielleicht könnt ihr zwei noch schnell helfen. Und vielleicht ihr zwei auch noch. Dass wir schneller sind. Ach ja, ne? Und so. Immer schön bauen. Schön brav. Na, hilf mit. Gut so. Noch 5 Minuten bis zum Angriff der Sarazen! So, ihr zwei könnt schon wieder neue Häuschen bauen. Na, nicht herumspinnen bitte. So. Passt. So, schön bauen. Da hinten am besten. So, ja. Dings ist fertig entwickelt. Haben wir noch was? Nein. Da ist alles okay. Hopp, 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 hopp. Passt. Dann haben wir noch 4 Minuten bis zum Angriff der Sarazen. Dann haben wir 70. Und... Na, baut's. Und dann haben wir, wenn ich hier noch eins dann hinknall, 75. Passt. Wow, sie sind da. Mönch und so, würdest du jetzt mal dich erstellen lassen? Okay, der Kriegselefant ist für nix. Ich tu mal euch da mit runterstellen, ich tu's die kaputt machen. Dass ich soll. Pace? Ja. So, schön plätten den Elefanten. Noch 3 Minuten bis zum Angriff der Sarazen! Da. Hoppala, ein Berser. Okay. Schön die Wölfchen plätten. Komm her, Mönch, geh ein bisschen schneller. Haben wir hier noch wo Reliquien? Schaut nicht aus. Dabei nochmal. Karadam, rein da. So, noch irgendwas? Dabei nicht. Gehen wir wieder zurück. So, wow, ihr habt keine Arbeit, ne? So geht das nicht. Also, da wieder zurück. Ihr zwei dürft es auch von mir aus da zurück. Aber ihr zwei baut jetzt da mir die Kasernen und das ganze Graffel. Noch 2 Minuten bis zum Angriff der Sarazen! Wir müssen uns beeilen! Ja, also bald die Schießanlage. Schießanlage ist gut, Stall ist gut. Also erst die Schießanlage bauen. Dann natürlich Lagerungswaffen. Na hopp. Ja, wenn wir die wegballern können, dann haben wir es schon geschafft, ne? So, perfekt. Also. Da. Gleich mal einen Haufen. Warte, den reiß ich nochmal weg. Da brauchen wir... Warte, den reißen wir auch nochmal weg. Da ist die Kaserne gerade besser. Die Bikaniere, ne? Das sind Kasernentypisch. So, immer schön produzieren. So. Du bist auch nochmal daher. Was haben wir da? Bla bla, Mönche brauchen. Genau. Braucht nur eine Ruhepause. Passt. Und jetzt kommt der Stall. So, schön die Pikaniere ausbilden. Ich dachte, diese Teutonenhunde wären erledigt. Macht nichts. Was bist du jetzt hier? Die werden sowieso sterben, wie die anderen Kreuzritter auch. Nein, das gibt's bei uns nicht. Es gibt da kein Sterben. Hoffentlich. Passt. Und die Belagerungsschmiede. So, wird fertig. Wir brauchen Einheiten. Und zwar flott. Na los, entwickel dich fertig. Auch fertig sein. So, immer schön her damit. So, was machen wir bei euch jetzt noch? Reichweiten plus 3 beim Bekehren, gerne. Sollen wir vielleicht... Nein, eine Burg wäre toll, oder?
wenn wir eine Burg da so in der Nähe vom Dorfzentrum hinklatschen würden, oder? Vielleicht. Ja, es verdeckt zwar ein bisschen das Haus, aber so vielleicht. Ja, ja, kommt's nicht hier alle zusammen. Ah, die Schmiede habe ich auch vergessen bauen. Die wäre auch noch besser zuerst zu bauen. Die stinknormale Schmiede. So. Und die Uni. Wow, sie sind da. Perfekt, Elefant hört schon uns. Perfekt, Elefanten gehören uns. Juhu. Haha, das lief super. Perfekt, da gehen wir gleich mal entwickeln die Sachen. So, wie schaut es bei euch aus? Ein paar sind noch. Ein paar, also Chevalier werden wir auf jeden Fall entwickeln. Muhaha, das lief super. Wie? Die Einheiten. Das Bevölkerungslimit wurde erreicht? Warte, da fehlt ein Haus? Pfui. Ihr müsst noch ein Haus bauen, bitte. Wartet, ich tu die mal weg. Die tue ich auch mal weg. Ah, da kann man eh nichts entwickeln, okay. So, fertig werden. Passt, die Burg fertig bauen. Dann werden wir, denke ich mal, ich meine, wir haben zwar keine Schwertkämpfer hier, ne, aber... Irgendwas entwickeln wir noch fein. Mehr Reich, schneller Erholung für die Mönche auf jeden Fall. Seid ihr schon fertig? Nein. Ein bisschen noch bei der Burg. Dann baut sie eine Uni. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Na los, wird's fertig da, meine Damen. Hopp, hopp. So, machen wir so, die können wir weitermachen. Ha, super. Deutschritter. Deutschritter wären super. Ich mach mal... Oder wartet. Tu mal entwickeln zuerst, oder? 1200 Nahrung und Gold. Das hätten wir sogar. Bitte sehr. Dann brauchen wir freilich und außerdem noch sowieso einen Marktplatz. So, also zuerst macht's hier weiter. So, schön sammeln. Bam, bam, bam. Nicht genügend Gold. Ihr wagt es. Warum? Ist doch die Reliquie auch da. Das müsste doch ein bisschen flotter gehen. Nahrung haben wir hingegen mehr als genug. So, die Universität. Chemie auf jeden Fall. Dann wären vielleicht auch gut hier, da so, 1, 2, 3 Türmchen vielleicht auf der Seite. Und ein vierter vielleicht da hinten, irgendwie so, übers Eck oder wie, keine Ahnung. Wenn wir das am gescheitesten machen. So, meine Damen, ist jetzt fertig, ne? Gut. Dann tut ihr bitte, ja, ihr helft einfach beim Gold weiter. So. Entwickeln. Da sind wir gerade dabei. Sollen wir? Oh, bitteschön, neues Feld für dich. Da fehlt einer. Du da. So. Ich weiß nicht, ob man da wirklich ein paar Dingens aufbauen sollen. Das sind ja zwei Mönche, oder? Ist nur ein Mönch? Hör auf. Haben sie einen zweiten umgenietet. Das freut mich jetzt aber nicht. Da muss noch keiner her. So, bitte. Neue Felder, gerne. So, nein, da. So, dann entwickeln. Ja, das ist gut. Ein Paladin. Das würde mich auch sehr freuen. Das geht sich... Geht sich nicht aus. Was fehlt? Nahrung fehlt. Hoppla. Da brauchen wir ein bisschen. Können wir da mal hier die Schmiede und so fertig machen.
Sturmböckchen wird man auch brauchen, hat's geheißen. Machen wir die zuerst. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Richard Löwenherz, verbündet. Sollen wir schauen, dass wir da... Wow, hallo. Bitte. Und so. Bitte und so, ne? Der wird's gar nicht kommen sehen, wortwörtlich nicht. Hallo? Attacke. Lange die brauchen, bis die mal bekehrt sind, ne? Boah, ey, ne? Okay, der Elefant hat's nicht überstanden. Du musst weg, blödes Ding. Passt, hin ist er. Jösses, na. Was, da ist noch einer? Oh, unbedingt hinmachen. Passt, jetzt haben wir Ruhe. Alter, hey, mein schöner Marktplatz. Schweine. Kanonendürmchen. Der ist mir ein bisschen zu teuer. Ich würde gern die Belagerungsgeschichte haben. 600 Holz, 500 Nahrung, das haben wir. Das ist gut. Und hier, wie viel kostet das? 250 Nahrung, 250 Gold. Möbel warten. Dann bekommen sie das Kettenhemd auch, unsere lieben Bogenschützen. Und dann passt das schon. Passt. So. Ich glaube, das war es dann auch schon. Jetzt haben wir dann nur mehr hier. Ein bisschen was zusammensparen, dann können wir das auch noch machen. Schön. Haben wir doch glatt. Moment, das waren die Gelben, die sind jetzt schon unsere Feinde. Ja, aber das gefällt mir gar nicht. Weißt was? Ich nehme mal euch mit. Ihr stimmt mal darüber und schaut mal, wie es da ausschaut, ne? Sind die schon feindlich? Die sind auch feindlich, die Dinger da. Ich will hier nur mal schauen, wie es ausschaut. Ob wir da irgendwie eine Chance hätten, rüberzukommen. Aha. Mhm. Da haben wir schon die ersten Dümchen. Das heißt, ein paar Triebböcke wäre nicht schlecht. Bin ja auch echt am überlegen, ob wir da nicht eine Wand aufziehen sollen. Haben wir da irgendwo Steine, die wir abbauen könnten? Nee. Also hier nicht. Das muss ja nichts heißen. Vielleicht ist da oben was, ne? Und vielleicht haben die irgendwas? Na, die haben gar nichts. Aber wir hätten Handel mit denen treiben können. Toll. So, ihr lauft mal da ein Stück. So, da ist nichts. Okay. Na, ist ja nicht schlimm. Du könntest dich ja schon mal um den Turm hier bemühen. Ihr könnt jetzt den Drehbock ein bisschen beschützen. Bitte schön. So. Ah, da sind wir noch nicht fertig. Was haben wir da? Hauptturm entwickeln. Geht sich das schon aus? Ja, geht sich schon aus. Es hat auch geheißen, wir bräuchten ein paar Sturmblöckchen. Achso, da fehlt Holz. Ja, ja, macht nichts. Ist nicht schlimm, kommt gleich. Burschen und Mädels, da, ne? Passt, der erste ist schon erledigt. Der gehört schon zu uns dazu. Hoffentlich schaffen wir den zweiten Elefanten auch. Das wäre cool. Ah, gerade so, aber leider zu lang gebraucht. Oh oh. Oh oh. Und geht schon. Wieder zusammenbauen.
Seid ihr beiden erschöpft? Und schnell weg. Diese Schweine. Perfekt. Das ich soll. So. Dann wird man ein paar Sturmböckchen brauchen. Ich nehme mal zwei. Nehmen dann noch einen dritten dazu. Das wird dann, glaube ich, schon passen. Den Kanonenturm. Ja, okay. Das wird sich jetzt ausgehen schon. Fast. Nur das Holz fehlt. Okay. Ein Paladin möchte ich auch noch gerne machen. Freilich. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Böse, 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 böse. So. Aber unsere lieben Paladinchens, die könnten da mal wieder. Huch! Elefanten geht's ein bisschen auf die Seite, bitte. Nur ein bisschen. So, ihr könnt weiter in diese Richtung vorpreschen. Wie hier. Vielleicht bringt es was. 2 Sekunden und so. Wie war denn klein? Ich glaube fast nicht, oder? Jö, schnell weg. Ich wollte nur nachschauen, ob wir da schon irgendwie zu unseren Verbündeten kommen täten tun. Hierher also. Weil Richard Löwenherz ist ja ein Verbündeter von uns. Also ich denke mal, das müsste dann ja klappen. Vielleicht kann er uns helfen, den Deppen da zu besiegen. Das sollen meine teutonische Verstärkungstruppen sein. Ja. Ich hätte mehr erwartet. Und wo ist Barbarossa? Nun, wir müssen das Beste daraus machen. Was, ernsthaft? Ach so, verstehe. Moment, Entschuldigung. Da habe ich Scheiße gebaut. Ich wollte nur mal schauen, ob ich die mitnehmen kann, ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die da angreifen tun. Entschuldigung. Das war jetzt wieder mein Fail. Oh, der Part ist ja auch zu Ende. Na, perfekt. Dann werde ich im nächsten Part einfach wieder ein bisschen her spielen. Und dann, ja, mache ich das richtig. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.